Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Geburtstagsgeschenke. Ich hatte am 14. April Geburtstag. Das heißt, mein Geburtstag ist gar nicht so lange her. Wir sind es ja eigentlich von mir gewohnt, dass ich immer erst gefühlt mindestens 3 Monate später meine Geburtstagsgeschenke zeige. Aber was soll ich sagen? Ich habe dieses Jahr das geschafft, an meinen Geburtstag zu feiern, beziehungsweise in meinen Geburtstag reinzufeiern mit meinen Mädels. Die letzten beiden Jahre habe ich es ja immer genau 1 Monat später gemacht. Dieses Jahr habe ich es geschafft, dass ich in meinen Geburtstag reinfeiern konnte. Ich hatte auch einen Sonntaggeburtstag. Ich bin so froh, dass es alles geklappt hat und alle konnten. Bin richtig happy. Und ich dachte, es wird Zeit, euch mal zu zeigen, was ich so geschenkt gekriegt habe. Als erstes würde ich mit den Kleinigkeiten anfangen, die ich von meiner Arbeit geschenkt bekommen habe, was auch gar nicht nötig gewesen wäre. Also nur weil ich einen Kuchen mitbringe zur Arbeit, heißt es halt nicht, dass ich immer unbedingt was geschenkt haben will. So, was ich aber auch generell nicht so an meinem Geburtstag sehe. Vor allem auch eigentlich von meinen Mädels. Also ich freue mich natürlich und man macht das so. Aber für mich ist es das größte Geschenk, wenn alle können tatsächlich. Auf jeden Fall gab es hier für Betty. Und dann gab es diese süße Karte dazu zum Geburtstag. Und dann stehen da ein paar nette Worte drin. Lese ich halt nicht weiter vor. Ist aber jetzt erstmal nur so. Und dann habe ich bekommen einmal die Merci Lovelies, kenne ich tatsächlich noch gar nicht, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Also doch bestimmt schon mal gesehen, aber noch nie gegessen. Keine Ahnung, feine Pralinen in 5 Sorten. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Und ich habe noch einen Starbucks Karamell Macchiato bekommen, denn ja, meine Kollegen wissen, das trinke ich voll gerne. Also bei mir ist so tatsächlich immer meine Go-To-Getränke auf Arbeit. Entweder so ein Starbucks To-Go-Kaffee oder ein Energy Drink, ein Red Bull. Ganz selten mal beides, aber ja, vor allem Karamell Macchiato, meine liebste Sorte. Deswegen war das voll süß. Und dann hatte ich vor meinem Geburtstag noch von einer Kollegin was geschenkt gekriegt. Die hat mir halt eine Kleinigkeit geschenkt, schon vor meinem Geburtstag, weil wir uns irgendwie dann so in der Zeit da kurz davor oder wie auch immer irgendwie nicht so richtig gesehen haben und sie wollte mir schon eine Kleinigkeit geben. Und ich meinte zu ihr, das wäre überhaupt nicht nötig. Und da hat sie mir einfach einen fucking Douglas-Gutschein geschenkt. Ja, ich glaube, sie meinte ja, ich hatte nämlich für sie mal was aus einer anderen Filiale abgeholt, weil sie was gekauft hatte oder kaufen wollte. Und dann habe ich das für sie gekauft und tralala. Ich meine, sie hat mir das Geld gegeben und so. Aber sie meinte, sie hatte ja dann auch meine Tüte kaputt gemacht, was nicht so schlimm war. Sie hatte ja im Endeffekt nur den Reißverschluss von der Tüte kaputt gemacht. Das heißt, die Tüte selber kann ich halt noch benutzen. Und im Endeffekt, weiß ich nicht, war das ihr halt wichtig, dass sie mir eben was schenkt. Und dann hat sie mir einfach einen Douglas-Gutschein geschenkt. Super lieb von ihr. Wäre halt auch nicht nötig gewesen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem und bin mega dankbar dafür. Ja, das eigentlich soweit zu den Geschenken von meiner Arbeit. Ja, dann zeige ich euch jetzt erstmal die Geschenke, die ich von meinen Eltern geschenkt gekriegt habe. Mal dieses Buch. Und zwar Panda. Heißt auf Isländisch Bambusjörn. Die schönsten Wörter der Welt. Das Buch wollte ich unbedingt mal haben, weil ich fand das eigentlich vom Titel her auf jeden Fall super witzig. Für mich eigentlich so dieses, es ist wie so ein perfektes Klobuch. Ich finde manchmal so witzige Sachen auf Klo ganz cool, aber wir haben ja schon so Klobücher auf Klo. Aber das ist ein witziges Buch, was man so mal zwischendurch, finde ich auch im Urlaub oder so, einfach mal lesen kann. Finde ich immer ganz cool. Deswegen, ja, fand ich das ganz super und wollte es halt haben. Habe ich schon eine ganze Weile tatsächlich auf meinem Wunschzettel bei Amazon. Deswegen, ich freue mich sehr, wenn man so mal zwischendurch so in dieses Buch so ein bisschen blättern kann. Es ist ja auch gar nicht, glaube ich, unbedingt gewollt, dass man das von vorne bis hinten liest. Es ist einfach so eine kleine Mal-Blättern-Möglichkeit und ich finde das halt ganz cool. Dann habe ich mir Standland Tod von Black Stories gewünscht. Ich habe aktuell ja eh ein paar Stadtland-Fluss-Spiele, beziehungsweise sind es halt so verschiedene. Auch so als Trinkspiel, ich kam tatsächlich noch nie dazu, das zu spielen. Ich habe letztes Jahr von meiner Cousine eins bekommen. Bisher hat noch keiner das mit mir gespielt, beziehungsweise auf meinen Geburtstagen. Eine Freundin hätte auf jeden Fall immer Bock drauf. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, der Rest nicht so. Ich will es auf jeden Fall noch spielen. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag halt von meinen Eltern das Stadtland Tod bekommen von Black Stories, was ich auch cool finde. Da hast du halt so Täter, Mordmotiv, Tatwaffe, Tatort, Fluchtfahrzeug, Todesursache, Art des Verbrechens. Finde ich halt mega cool. Ich mag Black Stories halt generell. Ich habe auch ein Black Stories Spiel zu Hause. Ich bin gespannt. Ich finde es ganz cool. Mal sehen, ob man da dazu kommt, das zu spielen. Das würde ich auf jeden Fall mega cool finden. Weil ich glaube, das macht schon sehr viel Spaß. Dann noch ein neues Klugscheißer-Spiel. Ich habe ja schon einige, aber das habe ich noch nicht. Und zwar ist es die Edition Krasses Wissen.
die zweite Ausgabe des originellen Spiels für alle wahren Meister im Klugscheißen. Also es ist sozusagen nochmal eine neue Ausgabe, weil als zweiter Teil, weil ich ja das andere quasi schon wahrscheinlich schon generell oft gespielt habe und einmal sogar durchgespielt habe. Aber so hat man mal ein neues und finde ich eigentlich ganz cool. Und ich muss halt sagen, ich mag die Klugscheißer-Spiele. Ich spiele die auch tatsächlich öfter, obwohl ich auch die schon durchgespielt habe. Oder Arschkarte ist ja so ähnlich. Ich liebe die. Ich könnte die auch immer wieder spielen. Wir spielen die halt oft als Trinkspiel und ich mag das super gerne. Weil das Ding ist, du merkst dir ja auch nicht alles. Klar, ein paar Sachen merkt man sich dann vielleicht mal, aber du merkst dir nie alles. Und deswegen kann man das auch immer wieder spielen, finde ich. Meiner Meinung nach kann man das halt trotzdem öfter spielen, finde ich. Deswegen, ja, habe ich mich da auch sehr drüber gefreut. Ich habe noch ein Trinkspiel, und zwar den Drunken Tower. Das ist quasi Jenga, nur als Trinkspiel. Und das finde ich halt mega cool. Und das wollte ich auch unbedingt mal spielen. Also ich mag ja so Trinkspiele. Jenga finde ich auch sehr cool. Hier sind sogar fucking Gläser drin, was ich auch cool finde. Du hast 4-Shot-Gläser mit Drunken Tower. Und halt, ja, die Steine dazu. Finde ich halt mega cool. Freut mich auch schon. Ich hoffe, kann ich Leute zu motivieren, das mit mir zu spielen. Ich liebe halt Trinkspiele. Habe ich irgendwie ein Fable für. Und wie gesagt, so oft setze ich ja meine normalen Spiele als Trinkspiele um, weil mir das so viel Spaß macht. Genau. Das ist eigentlich soweit zu den Geschenken, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Meine Eltern haben mir aber auch noch, ich habe ja von Samstag zu Sonntag reingefeiert. Meine Eltern haben mir an dem Samstag noch Rosen mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier irgendwo ein Bild oder sowas eingeblendet, wo die mit drauf sind. Die waren auch sehr, sehr schön. Haben jetzt auch, also wir haben jetzt den 30. April und die haben fast bis jetzt gehalten. Also jetzt sehen sie halt nur noch ein bisschen vertrocknet aus. Aber ansonsten sahen die sehr, sehr lange sehr, sehr schön aus. Auf jeden Fall kommen jetzt nämlich die Geschenke, die ich von meinen Mädels geschenkt bekommen habe. Und zwar habe ich einmal hier ein Körbchen mit allerlei schönen Sachen geschenkt bekommen von Maria. Denn Maria meinte auch ja, dass ihr Geschenk gar nicht so spektakulär ist, nachdem ich von meinen anderen Mädels noch ein Geschenk gekriegt hatte. Das zeige ich euch auch gleich. Und ich war so, hä, nicht spektakulär, das ist so cool. Erstmal so ein Aufbewahrungskörbchen, immer gut, kann ich immer gebrauchen. Ich habe immer Sachen, die ich irgendwo aufbewahren muss, weil ich viel Kram habe. So, und dann hat sie mir ganz tolle Sachen geschenkt. Und zwar hat sie mir einmal diese Einhornparadies-Sprudelbad von Kneipp geschenkt. Richtig geil. Riecht auch mega gut. Ist Erdbeerduft, also deswegen auch richtig nice. Wir lieben Badeprodukte. Dann hat sie mir Sour Patch Kids Horts geschenkt. Die Horts hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber sind safe auch lecker. Ich mag ja Sour Patch Kids. Die liebe ich ja. Dann hat sie mir Tee gekauft. Einmal japanische Kirsche. Der riecht irgendwie auch ganz nice. Betörend intensiv duftet dieser Tee nach Sakura, der japanischen Kirschblüte. Also auch mega cool. Und dann hat sie mir noch die Nummer 997 Grüntee-Früchte-Mischung aromatisiert Caipirinha. Die alkoholfreie Variante des beliebten Trendcocktails aus Brasilien mit dem Geschmack von Rohrzucker und frischen Limetten. Auch fucking cool. Also ganz ehrlich, mega gut. Ganz, also wirklich begeistert bin ich. Ich liebe auch Tee und so und das ist so cool. Dann gab es da noch eine kleine Probiersorte. Tea Sample, Oolong, lieblich florale Noten, samtig weiche Süße und ein Bouquet schönster Frühlingsblüten. Das eng gerollte Blatt kann in der Kanne verführerisch tanzen und sich öffnen. So herrlich leicht und beschwingt kann Oolong sein. Also offenbar was mega fancy. Dann gab es noch Kneipp Lieblingsmensch, Hibiskus und Feige, Badekristalle. Und You Are the Rainbow in My Cloud. Badeschaum für zauberhafte Einhörner, den süßen Duft genießen und von Regenbögen träumen. Rum wäre Vanille. Ich freue mich halt auch, wenn bei mir dieses Einhorn-Ding einfach durchgezogen wird. Ich liebe das einfach. Es ist so geil. Kommt von Herzen, steht hier noch drauf. So geil, wir wissen, ich liebe Badeprodukte. Dann hat sie mir noch Forest Gum Mushroom Magic geschenkt. Fruchtgummi mit 20% Fruchtsaft. Pfirsich, Rhabarber, Maracuja. Mega cool. Ich muss halt sagen, ich hatte noch nie Forest Gum, ne? Vollkommen natürlich. Projekt Wildwuchs. Bin gespannt, wie die schmecken. Also bestimmt geil. Aber ich habe mir noch nie Forest Gums geholt. Deswegen bin ich so nice. Ich freue mich drauf. Dann gab
gab es noch einmal die Kneipp Sensitiv Körperlotion. Tiefenwirksam mit Pflanzenpflegeölen für empfindliche Haut. Zieht schnell ein. Biomandelblüten beruhigt sofort und schützt nachweislich die Haut. Hat scheinbar eine neue Verpackung gekriegt, wie man hier oben sieht. Also eine Bodylotion und dann hier noch von Kneipp das Aroma, die Aromapflegedusche. Du bist wunderbar. Granatapfel, Kakao. Damit du das nie vergisst. So habe ich quasi einmal Duschbad und einmal Bodylotion. Immer gut. Das Duschbad riecht auch so nice. Das möchte ich am liebsten direkt essen. Wegsnacken. Bodylotion rockt, glaube ich, auch ganz gut. Mhm, auch geil. Und dann ist hier in diesem wunderbaren Körbchen, was ich noch dazu geschenkt bekommen habe, als letztes noch drin die Isana Haaröl 2-in-1 Intensiv Jojobaöl und Mandelblütenduft und Hitzeschutz bis 230 Grad längeres und beansprucht, also für längeres und beanspruchtes Haar. Mega gut. Kann man auch immer gebrauchen. Riecht, glaube ich, auch ganz geil. Also voll gut. Nur Sachen, die man gebrauchen kann. Und das liebe ich halt. Dann habe ich von einer anderen Freundin auch noch so eine große Tüte geschenkt gekriegt. Und sie gleich so, ja, vergiss nicht, Achtung, Low Budget. Und ich war so, hä? Also ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht Low Budget, nur mal so. Und dann hat sie mir einmal so einen kleinen süßen Brief geschrieben. Wo süß, alles Liebe zum Geburtstag. Und so Sachen draufstehen. Und dann, und jetzt hoffe ich, dir gefallen meine kleinen Geschenke. Und sie hat wirklich das auch total süß gemacht. Und ich denke mir immer so, hä, Low Budget, Digga, da ist so viel drin. Und das ist mir auch, also ganz ehrlich, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist für mich einfach, einmal hat sie mir hier diesen, einmal diesen Zettel für den Bauwau, nämlich für Cody hat sie mir hier so einen Strick mit reingemacht, Playrope. Ja, voll lieb. Also ich kann mich erinnern, sie hat mir letztes Jahr, hatte sie für Eddie Snacks mit reingemacht. Ich kann euch ja mal mein Geburtstagsgeschenke-Video vom letzten Jahr in die Infobox und in die Infokarte packen. Da hatte sie halt, wie gesagt, Leckerlis mit reingemacht, was auch super süß war. Mega lieb einfach. Und dieses Jahr hat sie für Cody halt so ein Spielzeug mit reingemacht. Auch total süß. Dann einmal das hier. Damit macht Skincare noch mehr Spaß. Immer diese süßen Zettel da dran. Es ist wie so ein Tauschpaket einfach. Was man sich so auf YouTube hin und her geschickt hat. Deswegen fand ich das so süß. Das ist einmal so ein Haarreif mit diesen, ich hätte jetzt fast gesagt Schweißbändern, für Skincare halt. Das macht sich voll gut. Ich habe so ein Ding schon, was irgendwie so, und sie war so, nein, du hast es schon. Ich meinte, das ist ja kein Problem, weil die Dinger muss man halt auch mal zwischendurch waschen. Und das habe ich halt so als Ersatz dann da. Und ich finde es gar nicht so schlecht, zwei davon zu haben. Weil ich könnte sonst auch immer noch sagen, dass ich zur Not eins in meine Reisetasche packe. Falls man dann doch mal Skincare oder sowas eben im Urlaub macht. Deswegen voll cool. Ich habe mich trotzdem mega darüber gefreut. Dann war das alles zusammengebunden. Und da war ein Zettel dran mit extra viel Selfcare. Hashtag wichtig und richtig. Alter, da hat sie auch so viel reingetan. Einmal eine Jelly Pre-Treated Face Sheet Mask, Refreshing. Semi-Gel Sheet Mask, angereichert mit Essenzen for an extra moisturized feeling. Softening and refreshing with Shea Butter. Dann die Jelly Pre-Treated Face Sheet Mask Relaxing. Soothing and Relaxing with Niacinamide. Dann die 3-Zonen Clay Mask, T-Zone, C-Zone und U-Zone mit Zinkkomplex. Mit Avocadoöl und mit Vitamin Pro B5. Ich muss auch sagen, so eine fancy Maske habe ich noch nie gesehen. Dann natürlich noch Badekristalle. I like you very much. Rote Johannisbeere, Blaubeere, Acai. Denn du bringst mein Herz zum Lachen. Dann noch eine Hydrogel Lip Mask. With Hyaluronic Acid. Hydrates and soothes on a natural base. Dann noch eine Hydro Gel Mask Pink Rose Petal, Hydrating and Balancing. Und von Titi Sept Sinnensalze. Riecht übrigens sehr gut. Eine Auszeit genießen und sich treiben lassen. Entspanntes Pflegebad, Hibiskusblüten und weißer Tee. Bitte nicht stören. Also mega viel Selfcare, immer gut. Dann gab es den Zettel It's Taste Test Time. Und da hat sie mir einmal von Mike and Ike die Original Fruits mit reingemacht. Ich hatte ja jetzt in meinem Adventskalender auch schon Mike and Ike Produkte drin. Zwei verschiedene sogar, glaube ich. Ja. Und dadurch kenne ich die schon. Und das ist aber eine. Die kenne ich noch nicht. Die Sorten, die hier drin sind.
Also das, auf jeden Fall kenne ich das grüne Packaging davon noch nicht. Auf jeden Fall mega cool. Und selbst wenn, ich fand Mike and Ike auch echt ganz gut. Und dann hat sie mir noch Flaming Hot Korean Barbecue Noodles mit reingemacht. Auch mega Fun. Also finde ich richtig cool. Freue ich mich auch richtig, die zu tasten. Dann hat sie mir irgendwie noch so Sachen reingeschmissen, wo ich auch so dachte, hä? Einmal einen Liquid Eyeliner von Ila Maskwa. Ist aber so ein Filz-Eyeliner. Der sieht auf jeden Fall tief schwarz aus und richtig gut. Spitze sieht ein bisschen, also ganz gut aus, und der ist aber relativ dick so vom Ding her, aber ich freue mich auf jeden Fall, den so zu testen. Der ist bestimmt ganz nice. Dann hat sie mir noch einen richtig geilen Maybelline New York Lippenstift mit reingemacht. Und zwar so einen richtig geilen pinken. Der sieht so schön aus. Bei dem habe ich schon gesagt, den muss ich zu dem anderen Geschenk tragen, den ich von Freunden geschenkt gekriegt habe. Der ist nämlich mega schön. Der riecht auch, glaube ich, ganz gut. Dann hat sie mir eine Spring Day Duftkerze geschenkt mit einem Zettelchen dran, wo drauf steht: Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert, und niemandem ist kalt. Vanilleeis im Nachtisch, alle sterben alt. Hashtag Spring Girls. Und ich muss euch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar ist das mega witzig, weil ich habe mich ein, zwei Wochen vorher mit ihr getroffen und habe mit ihr so ein bisschen über Frühling gesprochen. Und wenn man so Menschen einer Jahreszeit zuordnen müsste und so. Und ich habe halt immer so gesagt, oder wenn man davon spricht überhaupt, was ist deine Lieblingsjahreszeit und sowas. Und dann ist, also diesen Song, den mag ich halt sehr, sehr gerne. Und habe dann halt auch darüber gesprochen, dass ich auch das Gefühl hatte, dass ich diesen Song so, so schön finde. Und mich mittlerweile, wenn ich mich einer Jahreszeit zuordnen müsste, würde ich sagen, ich bin Frühling. Und nicht nur, weil ich im Frühling Geburtstag habe, sondern auch so. Und es war irgendwie so, so schön, dass sie das dann als Zettel noch gemacht hat. Auf jeden Fall riecht die Duftkerze, die sie mir geschenkt hat, mega gut. Die sieht so aus. Spring Day! Also, ne, wegen Spring Girls, und so, sie hat auch im Frühling Geburtstag. Und richtig geil. Also, da ich auch gedacht, sie hat sich einfach an unser Gespräch halt zurückerinnert. Und dann hat sie das, also, voll toll. Und dann hat sie mir noch diese Kerze geschenkt. Da hat sie mir ein Zettel mit dazu gepackt, wie bei allen anderen Sachen auch. Und da steht da: Hey Angel 555. Ich kenne mich tatsächlich mit diesen Engelszahlen gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen. You're changing, change. Laborit infused candle. So. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Hier hinten steht halt nochmal so eine kleine Erklärung dazu. Und hier oben ist North Muse. So. Hier hinten steht drauf: Angel number 5 represents significant change. Big changes are coming and you're ready for it. Change is a natural part of life and transition is at play all around you. Trust your heart. Laborit. Laborit is a stone of transformation and is a useful companion through change. It also belongs in and protects the aura. Lotus flower scented candle. So, und sie hat mir hier wieder einen kleinen Zettel fertig gemacht und hat dazu geschrieben: Der Labradorit fördert die Kreativität, spornt die Fantasie an und stärkt das Erinnerungsvermögen. 555 steht für Transformation, Wandel und Fortschritt. Und das fand ich so cool, dass sie mir das erstmal nochmal so ein bisschen erklärt hat. Und hier in der Kerze ist auch nochmal North Muse, Hey Angel, Lotus Flower als Dings nochmal. Die riecht auch sehr gut. Und so sieht die von innen aus. Erstmal hat die einen geilen Holzdocht, was ich auch schon liebe. Und da sind auch die Labradoritsteine drin. Kenne ich mich halt auch überhaupt nicht aus. So, ich bin überhaupt nicht so krass in diesem Steingame drin, obwohl ich es manchmal sehr gerne wäre. Aber ich finde es halt so cool, ne? Also so faszinierend. Und ich denke mir, dann ist es auch noch rosa. Also klar, vielleicht ist hauptmäßig deswegen geschenkt worden, aber ich finde es irgendwie voll geil. Und dann hat sie mir noch, das war dann sozusagen das Hauptgeschenk, das kam nochmal so extra eingepackt. Und da steht drauf: Ich hoffe sehr, dass hiermit die Sammlung vervollständigt ist. Und ich hoffe sehr, du hast es dir nicht selbst gekauft, steht nochmal in Klammern.
Und ich habe halt gar nicht auf das Gezeichnete hier an den Seiten geachtet. Dann hätte ich es mir nämlich schon denken können. Und zwar hat sie mir, darüber habe ich mich nämlich auch schon vor einem Jahr oder so mit ihr drüber unterhalten, sie hat mir Coraline geschenkt. Als Blu-ray. Ich muss sagen, ich hätte es gerne auf DVD gehabt. Also nicht als Blu-ray-DVD, sondern normale DVD. Aber ich bin happy mit Blu-ray. Also alles fein. Hier sind sogar fucking 3D-Brillen drin. Ist ja nice. Achso, inklusive 3D-Version sehe ich gerade. Plus 4 3D-Brillen. Und zwar habe ich mir. Irgendwann wollte ich unbedingt auf DVD haben: Corpse Bride, Nightmare Before Christmas und Coraline. Das waren die drei. Filme, die ich unbedingt auf DVD haben wollte. Corpse Bride habe ich gekriegt. Nightmare Before Christmas habe ich gekriegt. Aber nicht Coraline. Ich würde euch das Video, ich weiß nicht mehr, ob es Weihnachten oder Geburtstag war, würde ich euch auf jeden Fall in die Infobox und in die Infokarte packen. Und ja, sie hat mir tatsächlich einen Coraline-Film besorgt. Also sie meinte, man kriegt den tatsächlich gar nicht mehr ganz schwer. Sie hat den jetzt offenbar auf Momox bestellt. Es ist tatsächlich schwer, den Film noch zu kriegen, weil der gar nicht mehr produziert wird, was ich schon mal krass finde. Also du kriegst den nur noch gebraucht, aber der war ja wohl im sehr guten Zustand und so, sieht auch erstmal gut aus. Ich soll den noch ausprobieren auf jeden Fall, ob der auch wirklich funktioniert. Auf jeden Fall richtig krass, dass es den einfach sonst so gar nicht mehr zu kaufen gibt und du einfach hoffen musst, dass du den noch gebraucht kriegst. Aber ich habe mich so gefreut, dass sie mir den geschenkt hat, ne? Und sie sich einfach daran noch erinnert hat. Voll geil. Jetzt habe ich einfach noch Coraline auf DVD. Voll cool. Also ja, es ist keine normale DVD, es ist eine Blu-ray, was sammlungsmäßig immer schwierig bei mir aussieht, weil ich tatsächlich normale DVDs sammle, weil die aber auch im Ideal, also normale DVDs kosten halt nichts mehr. Aber ich muss halt sagen, übergeil. Also überhaupt den noch zu kriegen, weil es war ja nicht mal mehr möglich, den auf DVD normal zu kriegen. Deswegen habe ich mich so krass darüber gefreut. Also mega lieb einfach. Dann habe ich ein Geschenk von zwei Freundinnen bekommen. Das kam in dieser Box. Sollte, das ist so ein bisschen Konfetti auch drin, wo mir leider ein bisschen was auch ausgekippt ist, weil ich das nicht, ja, so Glitzerkonfetti, weil ich das falsch irgendwie erst hatte. Da war einmal das hier drin. Und zwar ist es einmal eine Relaxing Edition. Hier Papaya Fächelmaske. Also so eine Tuchmaske halt. Immer gut. Kann man, wie gesagt, immer gebrauchen. Und einmal das Taro Bobo Bubble Tea Kit. Da haben sie auch gesagt, sie wissen nicht genau, ob das gut ist. Ich soll mal berichten, wenn das gut ist. Und ich dachte mir, hä, wie cool. Ich so als kleine Bubble Tea Maus. Ja, finde es halt mega cool. Das ist eh, die eine schenkt mir halt Rahmen, ich als kleine Rahmenmaus. So, ich habe ja auch mal schon zwischendurch so überlegt, ist aber auch schon wieder mindestens 2, 3 Jahre her, weil ich so meinen Geburtstag mal darauf auslegen wollte. Da gibt es so Bubble Tea, da gibt es Rahmen und so. So wollte ich eigentlich mal meinen Geburtstag auslegen, aber, well, ja, deswegen finde ich das mega cool und freue mich richtig, das Ganze auszuprobieren. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptgeschenk. Das hat leider nicht so richtig funktioniert und zwar ist dann ein Luftballon drin, der mit Helium gefüllt war, aber der ist auch nicht mehr hochgeflogen. Der sollte dann halt, wenn ich die Box öffne, so rausfliegen. Und dann fliegt da halt da dran ein Brokkoli, wo drauf steht, It's Broccoli Time again. Auf der Rückseite 25.09.24 Metropol. Es ist mal wieder das Naomi-John-Konzert. Die Karten sind natürlich noch nicht da, die kommen halt noch. Meine Freundin hat auch gleich gefragt, ob ich die dann gleich haben will. Und ich meine dann so, wenn die kommen, ich meinte, sie kann sie auch erstmal aufbewahren. Weil diesmal wollen wir es ja wirklich so machen, wie wir es eigentlich beim letzten Mal schon machen wollten, dass wir uns vorher treffen, uns zusammen fertig machen, zusammen zu Naomi-John-Musik viben und dann, ja, dann zusammen dahin gehen. Das ist zumindest der Plan. So war es letztes Jahr auch geplant, hat alles nicht so geklappt. Ich hoffe, es klappt dieses Jahr. Also letztes Jahr haben sie mir auch schon Karten fürs Naomi-John-Konzert geschenkt und jetzt haben sie mir wieder geschenkt. Ich muss halt sagen, ich habe die Story von Naomi gesehen und war so kurz davor, mir die selber zu holen, beziehungsweise auch für die anderen beiden Mädels, mit denen ich auch letztes Jahr da war, mir die zu, also die, denen die auch zu holen, weil ich so dachte, mache ich noch so sneaky mit in deren Geschenk rein. Und dann war ich aber so, ah, ich habe Ende der Woche Geburtstag, meine Mädels sind auch Ende der Woche da und dann war ich so,
Nee, lieber nicht. Es kann sein, dass sie mir die wieder zum Geburtstag schenken. Und was ist? Sie haben sie mir wieder zum Geburtstag geschenkt. Das ist so geil, ne? Ich habe mich so gefreut. Und deswegen habe ich gleich gesagt, den Lippenstift kann ich einfach von der Freundin, hier, den hier, von der anderen Freundin, den muss ich unbedingt zum Naomi John Konzert eigentlich tragen. Übel geil. Ich freue mich schon richtig wieder aufs Naomi John Konzert, ne, Leute? Das war letztes Jahr schon so geil. Und sie bringt ja scheinbar dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Album raus oder so, weil es ist eine Albumtour. I mean, how cool? Ja, ich freue mich mega. So, und dann zeige ich euch jetzt noch mein letztes Geschenk. Und zwar mein Geschenk von Angie. Einmal hat sie auch was für den Doggo mitgebracht, für den Cody. Und zwar kleine leckere Snacks hat er gleich welche bekommen. Hühnerbrust in Stückchen. Ich finde es irgendwie mal cool, wenn meine Mädels auch was für den Hund mitbringen. Ich finde es irgendwie zuckersüß. Ja, hier. In dieser Tüte ist auch das Geburtstagsgeschenk, was ich von Angie bekommen habe. Einmal Nutella-Biscuits, weil die immer geil sind. So habe ich mich richtig gefreut. Und Chupa Chups. Weil sie meinte, aktuell liebt sie auch so diese Chupa Chups und so. Und ich habe auch gesagt, das habe ich auch immer so teilweise, dass ich so Phasen habe, wo ich so voll auf Lollis bin. Und deswegen habe ich mich voll gefreut, dass sie mir hier welche geschenkt hat, dass man mal wieder ein paar Lollis snacken kann. Und jetzt kommen wir zum großen Geschenk. Sie hatte nämlich Maria zum Geburtstag auch schon so was Krasses geschenkt. Ich habe jetzt natürlich nicht automatisch damit gerechnet, dass ich sowas auch kriege. Aber, well, ich sag's euch, wie es ist. Es kommt in so einer Extra-Bag, wo ihr schon lesen könnt. Valentino. Ich zeige euch jetzt so die Handtasche. Es ist eine Valentino-Bag. I mean, ich habe auch zu Angie gesagt, du spinnst doch. Ganz ehrlich. Excuse me. Zuerst schenkt sie Maria eine, dann schenkt sie mir eine. Sie hat aber selber auch gesagt, wo wir so schon zum Kaffeekuchen zusammen am Tisch saßen, alle, und hat sie, weil wir darüber gesprochen haben, was ist so von jedem so. Also, wo kann jemand nicht vorbeigehen dran und wo ist man aktuell, oder vielleicht nicht aktuell, sondern generell sowas? Was sind Sachen, die man generell so krass kauft und so? Und dann hat sie gesagt, bei ihr sind es tatsächlich aktuell Handtaschen. Also, sie hat halt voll krass aktuell mit Handtaschen und so. Ich muss halt auch sagen, ich war halt nie so eins der Girly Girls, die halt viele Schuhe hatte. Ich war eher das Girly Girl mit den vielen Handtaschen. Also, bei mir ist immer Handtaschen vor Schuhe gewesen. Ich würde auch sagen, ich glaube, es ist immer noch so. Ich glaube, ich habe immer noch mehr Handtaschen als Schuhe. Kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch aktuell nicht so flexibel, was meine Handtaschen angeht. Viele liegen leider bei mir nur rum, weil ich die immer so ein bisschen vergesse, weil ich immer so Standardsachen nehme. Aber eigentlich habe ich so geile Handtaschen. Und jetzt habe ich die, die übrigens passend zu diesem Lippenstift. Und wenn ich zum Naomi John Konzert gehe mit meinen anderen beiden Mädels, dann muss ich eigentlich diese Handtasche mitnehmen, weil die danach schreit, und diesen Lippenstift auftragen. Weil Leute, das ist es einfach. Und was ich cool finde, also ja, die so zu tragen ist schon geil, aber für mich ist das immer einfacher, die umzuhängen. Und die hat halt geilerweise noch so ein Ding zum Umhängen, aber auch noch so einen größeren Valentino-Gurt irgendwie zum Rummachen, wo ich auch denke, crazy. Also die hat halt mehrere Möglichkeiten, finde ich aber cool, dass sie das halt hat, weil ja manchmal so kleine Handtaschen sowas eben nicht haben. Und ich finde, die ist von der Geräumigkeit auf jeden Fall sehr gut. Da passt auf jeden Fall mein Riesenportemonnaie rein, was ja auch immer ein Problem bei mir ist. Dann schreit die Farbe ja halt auch krass nach mir. Und ja, also ansonsten passen da auch andere Sachen noch rein. Also die ist nicht mini mini, dass da nichts reinpasst, aber die ist perfekt zum Weggehen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich sie. Gut, so oft feiern gehe ich nicht mehr. Aber so, man weiß ja auch immer, Konzerte, Musicals, bla bla, sind ja immer für kleine Handtaschen gedacht. Und ich weiß halt nicht, ob ich das halt immer so mitnehmen würde, weil so eine teure Handtasche. Ich weiß halt nicht, ob ich das einfach so, aber für das Naomi John Konzert definitiv. Das Ding ist halt, bei so mega teuren Handtaschen ist es so, dass ich mir denke, ich habe voll Angst, sie draußen zu tragen, ganz ehrlich. Aber ich sag euch, wenn ich mich richtig fertig mache und tralala und das richtig fühle, dann ist das die ultimative Bag. Selbst wenn ich komplett all black oder all white bin, die ist der Eyecatcher dazu. Voll geil. Also ich habe auch gesagt, Angie, du bist wahnsinnig.
sie meinte auch, sie kann jetzt nicht jedes Jahr die Geschenke übertreffen oder ihr eigenes Geschenk übertreffen. Und dann haben wir auch gesagt, ja, hä, musst du auch gar nicht. Also crazy. Ich habe so viele schöne Geschenke bekommen. Das ist einfach Wahnsinn. Ich bin allen super dankbar. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle meine Mädels und an meine Eltern und an meine ArbeitskollegInnen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin einfach schon wieder überwältigt von allem, was ich bekommen habe. So diese ganzen Beauty-Produkte, immer voll meins. Alles so für Badezeug und Tea-Time-Sachen und everything. So, ich liebe einfach alles daran. Ich liebe wirklich alles daran. Ich bekomme immer so schöne Sachen und ich bin immer so fucking dankbar dafür. Das ist einfach unglaublich. Und das, obwohl ich nicht danach verlange, weil ich mir so denke, ich würde auch, wenn man mir nichts schenkt oder deutlich, deutlich weniger, ich wäre einfach schon trotzdem happy so, weil, wie gesagt, mir geht's vor allem, was bei meinen Mädels immer ist, ich lieb's einfach mit denen zusammen zu sein und zusammen abzuhängen. Das ist einfach voll meins. Und dass ich es immer schaffe, mit meinen Mädels zusammen meinen Geburtstag zu feiern, war die letzten Jahre schon nicht so richtig möglich. Letztes Jahr zum ersten Mal wieder. Und dieses Jahr hat es halt wieder geklappt. Und ich bin so fucking happy darüber. Ja, ich liebe alles. Ich freue mich jetzt, alles zu benutzen, auszuprobieren und whatever. Es ist so geil. Ich bin richtig, richtig glücklich. Guti, ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein mega langes Geschenkevideo geworden. Aber, well, das ist es wohl. Ansonsten, wie gesagt, diese Videos dienen ja auch so ein kleines bisschen auch für euch als Inspiration vielleicht, falls ihr euch irgendwas nicht immer wisst, was ihr euch wünschen könnt zum Geburtstag, weil ja oft, also bei mir ist das so oft, dass die Frage aufkommt, was ich mir wünsche, sind ja auch nicht speziell nur Geburtstagsgeschenke, könnten ja auch Weihnachtsgeschenke sein. Deswegen mache ich ja immer für beides, für Weihnachtsgeschenke und für Geburtstagsgeschenke, diese Videos auch natürlich für mich selber, dass ich das immer mal selber nochmal sehen kann. Man selber kann dann sich Inspiration holen, was könnte ich mir vielleicht wünschen? Ah ja, das ist auch ganz cool. Oder was kann ich vielleicht verschenken? Weil manchmal ist man ja doch ein bisschen unkreativ. Das ist bei mir tatsächlich so. Bei Geburtstagsgeschenken bin ich nicht so krass kreativ. Obwohl ich sagen muss, die letzten Jahre ging es. Also letztes Jahr definitiv, dieses Jahr hatte ich meine Geburtstagsgeschenke für meine Mädels alle schon. Ich glaube, im Januar. Und nur eine von meinen Mädels hat im Januar Geburtstag. Die nächste dann im Februar. Zwei im März und die andere im April, wo ich auch Geburtstag habe. Aber ich hatte alles schon relativ früh zusammen, weil ich ja schon ein richtiges Bild vor Augen habe. Und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch schon Ideen fürs nächste Jahr. Also ich glaube, so kreativ war ich noch nie bei Geburtstagsgeschenken, aber dafür sind halt solche Videos immer ganz cool, weil da kann man so ein bisschen sich vielleicht inspirieren lassen, was man sich selber wünschen kann oder was man selber verschenken kann. Ja. Ansonsten packe ich euch einfach nochmal meine Geburtstagsgeschenke-Playlist in die Infobox und in die Infokarte, weil da sind auch noch andere Videos. Falls jetzt hier überhaupt nichts dabei war, dann ja, könnt ihr da auf jeden Fall nochmal reingucken. Es sind ja so oder so ein, zwei Videos verlinkt. Also ich hatte euch jetzt eh nochmal ein paar Videos verlinkt, wo ich nochmal die Sachen so angerissen habe. Deswegen ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat und würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Ciao!